Okay, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Es geht darum, dass die Gemeindewahlordnung im Burgenland geändert wurde. Es ist so, dass nächstes Jahr 2015, im Mai 2015, die Landtagswahl stattfindet. Und wir haben wirklich die Befürchtung, dass man die Landtagswahlordnung ähnlich ändert wie die Gemeinderatswahlordnung. Es schaut so aus, dass wir bei den letzten Parteienverhandlungen zur Änderung der Gemeinderatswahlordnung nicht eingeladen wurden. Das heißt, wir als stärkste Oppositionspartei, als Oppositionspartei mit Clubstatus, wurden zu diesem entscheidenden Thema, zu dieser entscheidenden Parteienverhandlung nicht eingeladen. Und was dort passiert ist, ist natürlich ein Wahnsinn. Es ist Folgendes passiert. Man hat die Gemeindewahlordnung dahingehend geändert, dass es zukünftig nicht mehr notwendig ist, wenn jemand einen Antrag stellt auf Briefwahl und der die Briefwahl bekommen soll, dann ist es zukünftig so, dass nur der Bürgermeister nur mehr postalisch die Person in Kenntnis zu setzen hat, dass er um eine Briefwahl angesucht hat. Das heißt, es war vorher so, dass man per RSA-Brief, dass der Bürgermeister per RSA-Brief dann die Verständigung durchführen musste. Das heißt, es schickt jetzt jemand ein Ansuchen an die Gemeinde und sagt, ich möchte Briefwähler sein, dann ist es jetzt so, dass der Bürgermeister einfach nur mehr schriftlich zur Kenntnis zu bringen hat, das angesucht hat. Und das heißt, das ist abgeändert vom RSA-Brief. Nochmal rückblickend auf die letzte Landtagswahl, da war es so, dass der Bürgermeister 67 Wahlkarten selbst beantragt hat. Der einfach beantragt hat und nachdem ja kein RSA-Brief damals möglich war oder möglich sein musste, hat er halt einfach beantragt und hat den Brief wohl selber ausgefüllt und hat angereizelt die Partei, die er wollen hatte. Das wurde dann sofort geändert, dass wenn jemand ansucht, dass er mittels RSA-Brief verständigt wird, dass er angesucht hat. Somit hat man das natürlich ausschließen können. Jetzt hat man sozusagen in einer Parteienverhandlungsrunde ohne die FPÖ das wieder abgewickelt und es schaut jetzt so aus, dass das Folgendes beschlossen wurde. Es wurde beschlossen, im Fall der Ausfolgung der Wahlkarte an eine bevollmächtigte Person ist der Antragsteller über die Ausfolgung schriftlich zu verständigen, also nur mal schriftlich zu verständigen. Und es war, der vorherige Text war so, wird die Wahlkarte nicht persönlich ausgefolgt, so ist durch Boten oder auf dem Postweg ausschließlich zu eigenen Handen zuzustellen. Also wenn jetzt der Bürgermeister geschickt ist, sagt er, naja, nehme halt ein paar Briefwahlkarten und dann sage ich, ich habe sie zugeschickt, dass der das halt nicht gekriegt hat über der Post, das kann er nicht sein. Das heißt, wir wollen, dass das wirklich seine Korrektheit hat, wir wollen, dass auch all diejenigen, die um eine Briefwahlkarte ansuchen, per RSA-Brief davon verständigt werden. Somit kann wirklich jeder Wahlbetrug hintergehalten werden. Und man hat das in einer Nacht- und Nebelaktion abgeändert und niemand weiß warum. Warum macht man das plötzlich? Und das in einer Hauptvorsitzführung der ÖVP, wo genau in der ÖVP dieser Wahlbetrug passiert ist. Und das lehnen wir natürlich entschiedenst ab. Und wir möchte deshalb auch darauf aufmerksam machen, weil natürlich in der Landtagswahlordnung Gott sei Dank dieser Passus noch drinnen ist, also für die nächste Landtagswahl, dass per RSA-Brief die Zustellung erfolgen muss. Wir haben aber die Befürchtung, dass das dann nicht der Fall sein wird. Vielleicht macht man jetzt da wieder eine Änderung, ohne die Oppositionspartei zu verständigen. Einfach nur in den Landtag gehen, man ändert das und man kann wieder oder dem Wahlbetrug sind, ist wieder Tür und Tor geöffnet. Das wollen wir einfach nicht, deshalb werden wir natürlich diesbezüglich auch initiativ werden. Und wenn man sich die Situation anschaut, dann hat das insgesamt ein bisschen so einen spaßigen Beigeschmack. Nicht? Denn wir haben auch gesagt, wir wollen den zweiten Wahltag, den man ursprünglich seitens der ÖVP abgelehnt hat. Ich glaube, die ÖVP ist jetzt diesbezüglich schon gesprächsbereit. Aber wenn wir jetzt wirklich eine komplette korrekte Landtagswahlordnung haben wollen, wenn wir wollen, dass die Landtagswahl korrekt über die Bühne geht, dann fordern wir Freiheitlichen den zweiten Wahltag und dann fordern wir auch, dass jede Wahlkarte, die beantragt wurde, per RSA-Brief denjenigen, der sie beantragt hat, schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. Das wollen wir, dann ist dem Wahlbetrug nicht mehr Tür und Tor geöffnet. Derzeit schaut es so aus, dass man es rückabgewickelt hat und hat es wieder geändert, ohne uns zu verständigen, und das kann natürlich nicht das Ziel sein.
Überhaupt deshalb, weil ja der Wahlbetrug ja wirklich schwarz auf weiß auf der Hand liegt und das bei der letzten Landtagswahl so passiert ist. Ich möchte jetzt den Gerd Kobeschitz auch noch um einige Ausführungen bitten. Ja, der springende Punkt ist, wie der Herr Klubobmann schon gesagt hat, dass man von der persönlichen Verständigung auf schriftliche Verständigung geändert hat. Ja? Wir alle lesen Zeitungen und immer wieder lesen wir drin, dass irgendein Postler 1200 Briefe in einen Papiercontainer entsorgt hat. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, sobald er nicht persönlich gegenzeichnet, dass er das übernommen hat, ist es nicht mehr nachvollziehbar, ob der jetzt Kenntnis erlangt hat oder nicht. Wenn für mich irgendwer eine Wahlkarte beantragt, dann ist ja der Sinn der Verständigung der, dass man mich auch in Kenntnis setzt, dass der Huber oder der Meier für mich eine Wahlkarte beantragt hat, um diesen Betrug eben auszuschalten. Und das, was man 2012, wie man die Landtagswahlordnung geändert hat, erkannt hat als falsch, ändert man jetzt wieder für die Gemeinderatswahl und findet es dort als richtig. Also das ist ein Widerspruch in sich und der gehört umgehend abgestellt, weil man den Eindruck irgendwo nicht los wird, man möchte das absichtlich so ändern, damit man dem Betrug wieder Tür und Tor öffnen kann. Das kann nicht der Sinn einer Änderung der Wahlordnung sein und daher bekämpfen wir das dementsprechend. Nachdem die Harmonisierung der Wahlordnungen ja in aller Munde ist, ist ja zu befürchten, dass jetzt die Landtagswahlordnung an die Gemeindewahlordnung harmonisiert wird. Ja? Und damit man dort diesen Passus ebenfalls rausnimmt, dann gibt es dort auch keine Verständigung mehr. Und dann sind wir dort, wo wir 2009 und 2010 waren, wo eben dieser Bürgermeister die 67 Wahlkarten gefälscht hat und uns so ganz nebenbei ein Mandat gekostet hat. Da hilft uns nichts, wenn der verurteilt wird, sondern es geht einfach darum, dass solche Dinge abgestellt gehören. Gut, danke, vielleicht der Clubdirektor noch zwei, drei Fragen. Ja, es ist schon relativ viel gesagt worden. Vielleicht noch ein Wort dazu. Für die einzelne Person ändert sich natürlich nicht viel. Also wenn das Ganze seinen üblichen Weg nimmt, der jetzt so persönlich unterschreiben muss oder einen Brief zugestellt bekommt, das ist vielleicht sogar ein Ärgernis, wenn er das sozusagen persönlich unterschreiben muss. Aber man darf halt nicht vernachlässigen, dass das Ganze ja Folgen zeitigt. Das eine Mandat, das der Abgeordnete Kobeschitz schon angesprochen hat, könnte im Burgenland ja ganz andere Kräfteverhältnisse bewirken. Das könnte entscheiden über absolute Mehrheit, ja oder nein. Das könnte entscheiden über zwei Drittel Mehrheit, ja oder nein. Das könnte entscheiden über einen Landeshauptmann A oder B. Also das zieht ja enorme Folgen nach sich. Und ich glaube, es ist ein schwer errungenes Recht, ist das Geheime, das Gleiche und das persönliche Wahlrecht. Und es steht niemandem zu, dass sozusagen durch Hintertürchen oder durch Schlupflöcher oder sonstige Konstruktionen das auszuhebeln. Und in dem Sinne glaube ich, dass wir da auch auf Mitstreiter treffen. Wir hoffen natürlich auch auf die Reihen der anderen Oppositionsparteien und auf die Journalisten und auf die Bevölkerung, dass man sagt, meine Stimme soll meine Stimme bleiben. Der ich wähle, der soll gefälligst auch die entsprechende Stärkevertretung im burgenländischen Landtag bzw. im Gemeinderat dann haben und die entsprechende Politik verwirklicht sehen. Und das ist unser Antrieb. Und wir sind gespannt, ob wir eben das zumindest für die Landtagswahl im kommenden Jahr verhindern können. Danke. Gut, danke schön.